Leute, willkommen bei Aufstieg der Kartoffel, einem LS19 Mini-Let's Play mit dem Grimme DLC auf der Karte Merlot. Werden wir dem Pleitegeier entkommen und schaffen wir es, einen profitablen Kartoffelhof aufzubauen? Dies ist Teil 14 und wir haben Abend und ich möchte heute noch anderthalb Felder mit Kartoffeln sehen, unter anderem auch unser größtes Feld, das neue. Na, jetzt wollte ich hier gerade mal rüber hüpfen, um euch das nochmal zu zeigen. Das haben wir ja erst heute im Laufe des Tages gekauft. So, dieses da nämlich. Das wird gerade gegrubbert. Und dieses hier wird mit unserer winzigen Sämaschine noch angesät, die schon wieder Nachschub braucht. Ja, und jetzt habe ich gerade noch ein mysteriöses Fahrsilo verkauft, von dem ich gar nicht wusste, dass ich es habe. Aber es hat 14.000 eingebracht. Und das ist Geld gewesen, das uns gerade noch gefehlt hat, um die größere Sämaschine zu kaufen. So. Und ich fürchte schon, wenn wir die größere Sämaschine haben, kriegen wir ein Problem, wie wir die beladen sollen. Mit Kartoffeln. Da bin ich mal gespannt, was ich da dann für Möglichkeiten habe. Aber diese große Sämaschine will ich auf alle Fälle haben. Und irgendwie kriegen wir da schon Kartoffeln rein. So. Also ich hatte auch im Laufe des Tages ausgerechnet, dass es eigentlich nicht so wirtschaftlich ist, wenn ich die größere Sämaschine kaufe. Aber ich will sie trotzdem haben. Und wenn ich dank der großen Sämaschine heute Abend noch das große Feld da ansehen kann, dann macht die sich fast schon bezahlt. Darum mache ich das jetzt. Und schicke nicht diesen Trecker hin, den brauche ich ja gerade noch, sondern diesen Trecker. Momentan kann man eh noch nicht wieder düngen. Und vielleicht sollte ich ein Gewicht dranhängen. Ich guck mal kurz. Kann man ja auch schon mal kaufen. Diese da. Ich schätze mal, die fährt, die wird nicht mehr getragen. Dann braucht man wahrscheinlich auch kein großes Gewicht. Aber die sieht ziemlich hoch aus. Also da kann ich nicht unter das Spaßmobil fahren. Naja, vielleicht kann ich die mit der Förderschnecke füllen. Das wäre dann ja auch okay. Kaufen. Jawohl. Der spätabendliche Kauf. Oh, nix wie los. Aber ich denke mal, das macht schon Sinn, wenn ich die kaufe, dass ich die jetzt gleich kaufe. Damit ich eben heute Abend noch ansehen kann. Dann können die schon mal über Nacht wachsen. Die neuen Kartoffeln. Und können vielleicht irgendwann morgen schon mal geerntet werden. Naja, vielleicht. Wir werden es sehen. Vielleicht habe ich mir das auch nur schön gerechnet. So. Ja, das ist schon ein Riesending. Ja, Dünger, Flüssigdünger brauche ich noch. Hier. Da. Düngertank.
Hätte ich jetzt dumm geguckt, wenn ich gar nicht hätte düngen können mit der. So. So, 800 Liter. Na, dann bleibt noch ordentlich Platz für die Kartoffeln. Ja, hier haben wir schon Überbreite. Aber hier im Dorf haben landwirtschaftliche Fahrzeuge Vorfahrt. So, jetzt wird das interessant. Schade, dass man dieses Spaßmobil nicht höher bocken kann. Ja, das brauche ich hier gar nicht erst versuchen. Ich senk's mal ab. Oh, jetzt faltet sich das erstmal aus. Okay. Gut. Es wird trotzdem nicht drunter passen. Gut. Dann muss ich hier umdisponieren. Und hüpfen wir mal in den. Das ist eine Seemaschine. So. Geht das so? So. Einigermaßen. Ach, jetzt füllt er das wieder auf. Ich dachte, das Ding sei ausgeschaltet. So was Dämliches. Dann schieben wir das hier noch dazu. So. Wackel, wackel, wackel. So. Ja, das ist jetzt nicht ganz überdacht. Hoffen wir mal, dass es nicht regnet. Jetzt haben wir gewaschene Kartoffeln, was ja auch nicht so schlimm wäre. Die müssen wir dann nur schnell an den Mann bringen. So, aber was machen wir jetzt hier mit diesem halb gefüllten Dingenskirchen? Ignorieren. Einfach ignorieren. Mal gucken, ob das hilft. So. Alpha C hat schon wieder einen leeren Tank. So. Ich meine, immerhin brauche ich diese Kartoffelkisten-Abfüllstation für die nächsten 3 Tage nicht. Und dieses hier, da gucke ich mal, ob das vielleicht von der Höhe her passen könnte. So. Dann fahre ich erstmal zur Seite. Und die Kiste kann ich bestimmt nur als starker Bauer
mal wegräumen. Was ich jetzt mal ausnahmsweise mache. So. Starker Bauer wieder aus. Und jetzt gucken wir mal, ob das hier funktionieren würde. Da ist tatsächlich ein schwarzer Fleck. Seht ihr den? Also nicht bei der Seemaschine, sondern da in der Luft. Da hängt irgendwas in der Luft. Das hat mir mein Liebster schon gesagt. Das war in einem anderen Video zu sehen. Da hing das über dem, so aus einem anderen Blickwinkel, über einem der Häuser. Und das hängt da scheint ziemlich weit draußen. Und die Frage ist, was ist das? Dem können wir irgendwann mal nachgehen. Jetzt will ich hier ja meine schicke, teure Seemaschine füllen. Nee, das wird nicht gehen, weil die von allen Seiten so groß ist. Ich könnte mal gucken, was ist, wenn ich es wieder hochklappe. Zusammenklappen. Nee, dann kann man da bestimmt gar nichts reinfüllen. Ich meine, vielleicht hat die andere Befülltechniken als... Ich mache es jetzt erstmal ganz einfach. Ich versuche mal, ob ich die neben dem Kartoffelhaufen auffüllen kann. Könnte ja theoretisch sein. So. So geht das nicht. Jetzt klappe ich sie wieder auf. Und gucke, ob das dann geht. Nein. Okay. Dann klappen wir wieder zu. Und ich steige erstmal aus und fahre diesen diesen kleinen Bunker weg. Diesen Förderband-Mini-Bunker. Dies Ding. So. So. Gut. Und jetzt aus dem Weg mit dem Güldner. Die Zeit schreitet voran. Aber nun gut, es dauert nun mal ein bisschen, bis man sowas befüllt hat. Und bis man weiß, wie man es befüllen kann. So. Jetzt fahre ich hier mal so normal vor. Und klappe erstmal wieder auf. Also ich denke mal, es macht Sinn, die im aufgeklappten Zustand zu befüllen. Weil sonst passt ja gar nicht so viel rein. So. Und jetzt gucke ich, ob ich mit der Förderschnecke da rankomme. So. Ups, jetzt machen wir die erstmal länger. Wie geht das nochmal? So. Okay, länger geht nicht. Jetzt schalte ich es an. Und ich guck mal, ob ich mit hin und her fahren. Da drüber kommen.
Oder ob ich einfach näher fahren muss. Es scheint zu gehen. Das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Dann werde ich künftig mit der Förderschnecke meine Seemaschine befüllen. Und dann versuche ich, das Spaßgerät so umzubauen, dass ich damit die Kisten befüllen kann. Da muss ich das hier natürlich alles noch so ein bisschen umgruppieren und auch wieder Kartoffeln auf den Haufen werfen. Aber das ist doch schon mal gut. Und irgendjemand ist fertig geworden, das ist auch gut. Ja, 8220 Kartoffeln. Also Liter Kartoffeln. Das ist sehr gut. Ah ja, das ist der mit dem Grubber. Wunderbar. Das ist auch sehr gut. Ah, und hier... Imson will schon wieder aufgefüllt werden. So. Ach, dann leg doch mal los, mein Lieber. So. Oh, etwas zu weit hinten aufgesetzt. Naja, seien wir mal nicht so streng. So wird gesät. Ganz wunderbar. Okay. Dann werde ich jetzt den Grubber aus dem Weg fahren. Ah, nee, erstmal hier nochmal auffüllen. Mal gucken, ob ich das bei diesem umgebauten Gedingse noch hinkriege. Irgendwie kriege ich da Kartoffeln rein. Ich guck mal, ob das hier geht. Das ging ja irgendwie... zuletzt nicht. Vielleicht muss ich mich dazu reinsetzen. Es geht doch, aber man muss sich dazu reinsetzen. Okay. Dann steige ich um. Da müsste ich auch noch mal versuchen, ob es vielleicht doch mit dem kleinen Bunker geht und dieser Seemaschine. Ich denke fast, ich werde öfter mal beide Seemaschinen parallel einsetzen wollen. Weil eine große und eine kleine zusammen schaffen mehr als nur eine Seemaschine. Also gerade jetzt so am Abend, wenn die Zeit knapp ist, ist mal froh, wenn man die Kleine auch noch hat. So. Grubbert ist für heute aber fertig. Das kann jetzt natürlich sein, dass ich halb ungedüngt, also nur halb gedüngte Kartoffeln kriege, wenn die über Nacht heranreifen. Aber die frisch angesäten reifen bestimmt nicht über Nacht bis zur Ernte, bis zum Erntedingens, Erntereife, dann kann ich die morgen früh noch düngen. Und das erste Feld ist ja schon gedüngt. So, ganz schön schmutzig, der Grubber, mein lieber Scholli.
So. Wie gut, dass wir einen Kercher haben. Na, das können wir noch etwas weiter hinterfahren. So, gut. Ich bleib nochmal hier vorne stehen. Vielleicht kann ich ja dieses Feld noch düngen. Das wäre doch eine feine Sache. Jetzt. Ne, den Güldner lasse ich vielleicht nochmal. Dies hier würde ich gerne umgruppieren. Weil es ist ja eigentlich sinnvoller, wenn die Seemaschinen hier in Feldnähe befüllt werden und die Kartoffelkisten dort. Und da ich hier diese Fördergeräte dann austauschen muss, mache ich hier mal eine Hin- und Herfahrerei. So. Ab ins Spaßmobil. Oh. Tja. Was für ein Chaos. Also rückwärts fahren kann ich mit dem nicht richtig. So. Ah, und ich will nicht nur das weiter nach rechts fahren, sondern es soll dann auch in einem anderen Winkel sein. Fahre ich also am besten im Kreis, also im Halbkreis daran. So. Ich muss gestehen, ich finde es zwar sehr witzig, in diesem Ding rumzufahren, aber ich finde die Lenkung so beschwerlich, dass es mir eigentlich keinen Spaß macht, mit dem Spaßmobil zu fahren. Aber ich finde es lustig, das Spaßmobil zu nennen. Obwohl ich es echt nicht spaßig finde. Bin ich froh, wenn ich irgendwo gelandet bin. So. Nein, 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 nein. So wird das nix. So auch nicht. Aber es gehört irgendwie zwingend zu diesem Pack dazu, finde ich. So. Und ich denke mal, in echt ist das schon ein tolles Fahrzeug. Gut, jetzt gucke ich mal, ob ich es noch länger machen kann. Ja. Die Tür geht, glaube ich, so. Ja, geht nur noch tiefer. Okay, dann laden wir es nochmal voll. Gut, aussteigen. Zacki, zacki. Und... jetzt kommt erst dieses wieder dahin. So. Ich werde dann auch mal probieren, ob ich die kleine Seemaschine mit diesem Mini-Förderband-Bunker
befüllen kann. Das hatte ich zwar schon probiert und das hat nicht geklappt, aber vielleicht klappt es ja jetzt. Tank ist leer, okay. Dann ist es jetzt also gleich soweit. So. Ups. So. Ja. Ja, das steht nicht perfekt, aber gut genug, würde ich sagen. Okay. Denn dieses Ding hätte gegenüber der Förderschnecke den Vorteil, dass hier einiges drin ist. Ich setze mich da mal rein. Gucken. Geht das nicht? Nee, da kann man sich gar nicht reinsetzen. Okay, gut, dann probieren wir jetzt hier auf den letzten Metern mit dieser Sämaschine. Ich denke mal, morgen von der Ernte sollte ich als erstes meinen Haufen wieder vergrößern. So, da steht natürlich die Förderschnecke im Weg. Weil die hier hat den Nachteil, da muss man dann erstmal einsteigen, damit da was rausgeliefert wird. Jetzt gucken wir mal. Ah ja, ich dachte damals, es sei nicht hoch genug. Aber, ja, jetzt... Na, komm. Ich habe dann ja gelernt, dass man es runterfahren muss, um es zu befüllen. Und jetzt geht das. Gut. Ja. Was schließe ich daraus? Dass ich vielleicht am besten 3 Systeme brauche. Oder... Ich benutze es normalerweise, dieses hier, für die kleine Sämaschine. Wenn ich die überhaupt benutze. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass ich die noch öfter mal benutze, wenn es mehrere Felder auf einmal zu bestellen gibt. Also in Fällen wie diesem. Und dass ich die Kistenbefüllung nur hinstelle, wenn ich mal wieder Kisten befüllen muss. Und dann kann ich ja auch gleich 5, 10 Kisten auf einmal befüllen und die da einfach unterstellen. Und das muss ja nicht ständig aufgebaut sein. So. Jetzt gehen wir hier wieder hin. Ja, weil das ist eigentlich eine sehr angenehme Lösung für die kleine Sämaschine. Tja, und die Kistenbefüllung könnte ich hier erstmal so an die Wand stellen. Wenn es nicht regnet, müsste das gehen. Ich mach mal den starken Bauern. So. Wenn man glaubt, dass es damit viel einfacher ist, sowas zu transportieren, dann hat man sich getäuscht. So. Aber jetzt steht es ganz ordentlich. Und die Kiste, die packen wir da auch noch dazu. Die muss ich ja hier irgendwie anders rumdrehen. So. Na, das ist jetzt nicht optimal. So ist besser. So.
Ja, vielleicht muss ich die hier noch ausschalten. Mal gucken. Ja, die ist nämlich die ganze Zeit eingeschaltet gewesen. So, aber wir lassen sie aufgeklappt, denn das ist ein kritischer Vorgang, das Ausklappen. So. Eieieiei. So. Na, steht sogar ein bisschen unterm Dach, weil die Halle, da steht das Dach ja so ein bisschen über. Also ein leichter Regen ist problemlos. So. Und hier haben wir drei Kartoffelkisten für die nächsten 3 Tage. So, die schieben wir jetzt auch mal ein bisschen weiter rein. So, und jetzt machen wir den starken Bauern wieder aus. Das ist hier übrigens das Easy Development Command Center. Gibt es im ModHub. Und damit kann man solche tollen Sachen machen. Man kann sich da auch beliebig viel Geld schäden, Früchte auf die Felder und so weiter. Ist für Tutorials zum Beispiel sehr praktisch, weil ich mir dann die Umgebung so zurecht bauen kann, wie ich sie für das Tutorial brauche. So, dieses hier ist deshalb nicht so spaßig, weil es viel langsamer fährt. Aber ich finde, dadurch kann man es etwas besser steuern. Etwas besser. So. Das muss ja irgendwie relativ weit rausgucken. War das jetzt schon die volle Länge? Ich glaube ja. Ja. Okay. Dann muss ich halt den Haufen größer machen, gegebenenfalls. So. Lassen wir hier noch mal einiges raufsaugen. Ja, da tut sich jetzt aber nichts. Das werden wir ja dann auch eher seltener brauchen, weil die große Sämaschine ja höchstens einmal pro Feld befüllt werden muss. Und jetzt gucken wir noch, was sie tut. Die Kleine ist fertig. Die fahren wir mal kurz nach Hause. Hat brav gearbeitet. Können wir hier unterstellen. Aber dann können wir sie nicht putzen. Ach, so dreckig ist die gar nicht. So. Die stellen wir einfach samt Trecker da unter. Die sind eine gute Kombination, finde ich. Ist schon fertig. Wow. Und es ist noch die Hälfte der Kartoffeln übrig. Das heißt, die könnte noch 2 von den kleinen Feldern mit der Füllung mit befüllen. Jetzt gucke ich mal, ob ich sie zusammenklappen kann. Selbst das geht. Wow. Ja, nur so nochmal zur Info, diese große Wow-Sämaschine für Kartoffeln gehört zum Basisspiel. Die gehört nicht zum Grimme-Pack. Die haben wir also schon immer. Und das ging jetzt wirklich flott. Also das war ja Zweck der Übung, aber dass es so schnell geht, das habe ich in meinen kühnsten Träumen nicht zu hoffen gewagt. Super gut. Sehr zufrieden.
Dann können wir ja hier... Ich muss mal gucken. Ja, wir warten jetzt da, dann mache ich mal ein bisschen schneller. Es sind auch schon 35 Minuten rum. So. Dann haben wir gleich 19 Uhr und dann gucken wir, ob wir da noch in eine andere Wachstumsstufe kommen. Weil dann könnten wir vielleicht noch eine Runde düngen. Aber ansonsten ist das heutige Tagewerk erledigt. So. Da haben wir wirklich viel geschafft heute. Ja. Ah. Zack, zrapp. Hat sich's gelohnt, noch zu warten. Jetzt stellen wir die Zeit wieder langsam. Und dann düngen wir wenigstens hier noch dieses Feld. Und mal gucken, ob das da hinten auch schon düngbar ist. Mal gucken. Na, ja, da können wir noch weiter nach links fahren. So ungefähr. Ja, das kommt hin. So. Ja, da hinten sehe ich jetzt noch nichts. Grüne Sprießen. Aber vielleicht ist es auch nur zu weit weg. Dann wird halt gegebenenfalls, werden die anderen beiden Felder morgen früh noch gedüngt, wenn sie dann nicht schon reif sind. Aber das glaube ich eigentlich nicht. So. Ach. Wie schön das geht. Also, was haben wir heute alles geschafft? Wir haben... 2,5 Felder abgeerntet. 4 Felder. Ne, dieses hier war, glaube ich, schon angesät, oder? Es war, glaube ich, nicht angesät. Also 4 Felder frisch angesät. Wir haben ein neues Feld gekauft. Und wir haben die Super Sämaschine gekauft, die irgendwie noch viel cooler ist, als ich gedacht hatte. Und... Wir haben unser Kartoffelabfüllsystem noch umgestellt zu später Stunde. Und einen neuen Trecker haben wir auch gekauft. Und zwar einen neuen Case. Und mussten dafür zwar ein Fahrsilo verkaufen, von dem ich gar nicht wusste, dass wir das haben. Aber ansonsten haben wir das ganze Geld mit Kartoffeln verdient. Na, stimmt nicht. Wir hatten noch Geld übrig. Davon habe ich das neue Feld gekauft. Aber das neue Feld ist so schnell rentabel geworden. Also das hat sich fast schon, nicht ganz, aber fast mit der ersten Ernte schon bezahlt gemacht. Ich gucke noch mal kurz, was es gekostet hat. Das war irgendwie 86.000. Ich schätze mal, wir haben etwa 60.000, 70.000 damit jetzt beim ersten Erntezyklus verdient. Und ja, das nächste Mal kommt mehr rein. Das hat sich auf alle Fälle gelohnt, denke ich. Gut. Ja, dann würde ich aber sagen, wir machen Schluss mit dieser Folge. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.